Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Portz und Christian Kohlhof. Für alle, die mit ihrem Unternehmen oder Leben noch mehr erreichen wollen. Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm. Hallo Michael. Hallo Christian. Michael, ich war ja neulich mal wieder in einem Café. Und das war super schön. Ich habe einen Cappuccino mit Hafermilch getrunken und es war so total cozy und hat halt so nach Kaffee. Und dann gab es auch glutenfreie Brownies, die halt super lecker waren. Und die hatten so nette Bilder an der Wand hängen, die so wie so Aquarell gezeichnet waren und mit so Sprüchen drauf. Und bei einem Spruch habe ich sofort an dich gedacht. Ach was, jetzt bin ich gespannt. Und zwar der Spruch geht wie folgt. Stell dir vor, dein Leben ist geil und du bist schuld. Herrlich, da kommt ja alles zusammen, was uns wichtig ist. Da kommt wirklich so alles zusammen, ne? Also von Opferlieder mit Schuld. Du hast ja mal erzählt, dass du einfach dieses Jahr immer schuld bist und so weiter. Also ich durfte sofort an dich denken und deswegen wollte ich das heute mit dir teilen. Heute zu unserer Weihnachtsepisode am 27.12. und dann auch der Ausblick auf das nächste Jahr. Also ein happy, geiles Jahr, happy, geiles Leben, ja. Super Zeitpunkt dafür. In der blauen Energie könnte ich ja analytisch da rangehen und mit Stell dir vor anfangen. Ja, das wäre kinästhetisch, gell? Stell dir vor, ich glaube, das ist was auditorisch-digitales, oder? Also was bei mir selber im Kopf passiert, innere Stimme, Vorstellungskraft. Ja, für mich ist es tatsächlich kinästhetisch. Ich gehe hin und stelle vor dich was hin. Ja, passt. Ja, klar. Etwas vor sich stellen. Und ich springe gerade deswegen drauf an, so stell dir vor, das ist ja für uns, sowohl als Coaches, als auch was wir mit CoA Academy machen, das ganze Thema Goal Setting, ne? Und Vision des Lebens und Vision der Firma. Also stell dir vor, da könnten so einige gute Übungen mit anfangen mit dem Satz. Und wie war der Spruch von Buddha, ne? Was ich glaube, das werde ich. Was ich glaube, das werde ich. Und das ist dann ein bisschen loser formuliert, was ich mir vorstelle, das geschieht. Ja, das ist ja so dieses ganze Manifestieren, so beim Universum bestellen und so. Ja, genau. Dem Universum ganz genau sagen, was ich haben will. Ja. Genau. Schön. Genau, also wir haben die Vision da auf jeden Fall drin. Ja, stell dir vor, dein Leben ist geil. Ja, wir machen ja im It's My Life und in den Vision Workshops mit Firmen, als Vision ist immer, Vision ist, wo wir angekommen sind, wenn alles mega gelaufen ist. Ridiculously well. Ja, genau. Where we are. Ja. Zum Schreien gut gelaufen ist. So, das heißt, ich darf mir vorstellen, wie mein Leben in richtig ist. Ja. Oder nicht nur in richtig, sondern also vielleicht erstmal in okay, dann mein Leben in richtig, dann mein Leben in wahnsinnig und dann halt mein Leben in geil. Wenn ich das Ganze im Ich formuliere, dann heißt es, ich stelle mir vor, mein Leben ist geil. Ja, und ich bin schuld. Und ich bin schuld, genau. Ich stelle mir vor, mein Leben ist geil und ich bin schuld, dass es so ist. Cool. Was ich ja da spannend finde, ist so dieser Widerspruch, also zwischen dem, es ist toll und ich bin daran schuld. Das ist ja, eigentlich wäre es ja, ich bin dafür, es ist meine Tat, ich bin dafür verantwortlich. Verantwortlich womöglich oder sogar rechenschaftlich, accountable. Oh. Ja. Mein Leben ist geil und ich bin dafür Rechenschaft schuldig. Ja, und ich lege dafür Rechenschaft ab. Ist wieder das Schuld drin. Ja, so ist es ja, ne? Mein streng genommen, jetzt ist ja auch schön in der Purpose-Übung drin, der Tag meines Verlassens dieser Welt, also meines Todes, da ist ja auch so ein Gefühl von Rechenschaft jetzt abgeben dafür, was habe ich denn für ein Leben gelebt, ne? Was habe ich für ein Leben geführt? Vielleicht gebe ich ja Rechenschaft ab. Gut, das finden wir dann heraus, wenn es soweit ist, wenn wir das Universum treffen. Ja. Sag mal, dieses Schuldigsein, das ist ja auch ein Glaubenssatz, oder? Ich bin schuld. Schuld ist sowieso ein tolles Konzept, finde ich. Also, ich weiß, dass du da einen ganz besonderen Zugang hast zu dem Thema.
Ja, ich praktiziere das ja mit Patricia zu Hause jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, ja, dass wir irgendwann mal vereinbart haben, als ich das in der Coaching-Ausbildung von meinen Trainern kennengelernt habe. Ach ja, nee, bei uns ist keiner mehr schuld. Dieses Jahr bin ich schuld und nächstes Jahr ist meine Frau wieder dran. Ja. Und das machen wir jetzt seit 3 Jahren. Die einzige Sache, die ist ein bisschen komisch gelaufen, ist, seit 3 Jahren bin ich es immer wieder schuld. Okay, und macht ja nichts, oder? Nee, macht ja nichts, weil es ändert ja auch nichts, wer schuld ist. Insofern, also es kann auch jetzt das vierte Jahr von mir aus so weiterlaufen. Und im Sinne der Gleichheit in unserer Beziehung und der Fairness wäre es vielleicht auch ganz mal nett, wenn Patricia das jetzt übernimmt. Ja. Ich glaube, da spreche ich mit ihr nochmal drüber. Ja. Vielleicht hat sie ja Lust. Also vielleicht ist sie nächstes Jahr schuld. Ja. Was ändert sich denn für dich, wenn du schuld bist? Da fällt mir eine tolle Geschichte ein, was die Schuldgeschichte betrifft. Ja, dann erzähl. Das ist so eine ich glaube, so eine buddhistische Lehre. Und zwar ist das die Geschichte, ist aus dem Buch von Marshall Goldsmith, der erzählt die Geschichte Triggers. Mhm. Ganz tolles Buch, das ist mein Lieblingsbuch dieses Jahr. Und der erzählt die Geschichte von einem, jemandem fährt auf dem Boot den Fluss entlang und dann kommt ihm ein anderes Boot entgegen. Das Boot steuert genau auf ihn zu. Und er schreit dann rüber, hey, fahr rüber, wir stoßen sonst zusammen. Und das Boot plätschert weiter und genau Kurs auf ihn drauf. Er kann nicht so richtig sehen, was da los ist und sieht das Boot auch gar nicht. Und also Paddelboot, glaube ich. Ne? Jetzt nicht irgendwie ein Dampfer, einfach ein Paddelboot, wo jeweils eine Person drin sitzt. Und dann kommt es also dann in der ganzen Gicht und Aufregung dazu, auch im Halbdunkel, paf, das Boot knallt dann in ihn rein. Und dann guckt er dann und ist schon am Fuchsteufelswild, boah, und guckt rüber und oh, ist ja gar keiner drin. Mhm. Und das Gleichnis ist dann irgendwie immer dann, wenn ich mich über was ärgere oder anderen die Schuld gebe, ist es eigentlich immer ein leeres Boot, was mich trifft. Mhm. Deswegen das so schön zu dem Thema Trigger passt. Und letztendlich ist Schuld, tja, ein Trigger, ne? Mhm. Jemand anders ist schuld. Irgendwas ist bei mir im Leben passiert, das war der Trigger. Ich gebe jemand anders die Schuld, da bin ich in einem negativen Muster drin. Mhm. Also das fand ich total cool, mir immer zu überlegen, wenn mir jetzt was passiert, worüber ich mich aufrege und was mich triggert, mir dann zu überlegen, das ist ja nur ein leeres Boot. Und selbst wenn ein Mensch daran beteiligt ist, dass dieser Mensch ist auch ein leeres Boot, ja, der wusste es halt nicht anders. Ne? Ist dann das Leben in Geil, ist das dann ein leeres Boot, was auf mich zukommt? Oh, also im Sinne von, ich kann es einfach auf mich zukommen lassen und... Ja, ist ein Leben, das geil ist? Boah, spannende Frage. Vielleicht ist ein Leben, das geil ist, ja ein Leben, in dem die Boote auf mich zukommen und mich reinknallen oder nicht, wie sie wollen. Und es juckt mich einfach nicht. Und es ist einfach so. Und es ist Teil und vielleicht ist auch okay. Mhm. Und wenn dann endlich mal wirklich jemand drin sitzt, freue ich mich vielleicht sogar, dann doch mal jemand anders zu treffen und nicht dauernd leere Boote an mir antitschen zu haben. Und ich könnte ja auch denken, wenn ich jetzt so in die Märchenwelt gehe, dass in diesem Boot, was auf mich zukommt, dann ein Goldschatz versteckt ist. Oder ja, so. Ja, vielleicht liegt da ja was drin, was ich brauchen kann. Ja, stimmt. Ja. Vielleicht ist auch was Gutes. Okay, also, ich stelle mir vor, mein Leben ist geil und ich bin schuld. Andersrum gedreht ist das ja wie das Mantra, was wir immer verwenden in der Core Academy. Ja. Magst du das mal sagen? Du sagst es immer so schön. Oh, ja, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch vielleicht. Auf Deutsch, ja gerne. Das muss ich mal im Kopf übersetzen. So. Es scheint im Leben, dass ich entweder die Ergebnisse bekomme, die ich will, oder die Ausreden, die ich mir ausdenke. Mhm. Und wenn ich aus diesem Satz die Ausreden, die ich mir ausdenke, einfach wegstreiche, dann ist alles, was mir bleibt im Leben, die Ergebnisse, die ich will. Jetzt möchte der eine oder andere vielleicht Pause drücken, zurückspulen, erst noch mal hören. Ich verspreche, es lohnt sich. Wir schreiben es auch in die Shownotes. Aus diesen 2 Sätzen habe ich so viel gelernt und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich geschnallt habe. Das heißt, die Ergebnisse, die ich will, so, und wenn es das Leben in geil ist und ich das haben möchte, dann kann ich das jetzt für mich entscheiden und ich lasse die ganzen Ausreden weg, die ich habe, und dann kriege ich das auch. Ja. Tu halt was, dass ich das kriege. Ne? Ausreden sind halt nichts, was mir hilft im Tun. Hm. Ausrede ist ja dafür eine Entschuldigung, etwas nicht zu tun. Ne? Ja. Ja. Schöner Spruch an deinem Kaffee da. Ja. Bei deinem glutenfreien Soja-Cappuccino. Hafer-Cappuccino. Hafer, oh, Entschuldigung. Ja, so viel Zeit muss sein.
Ja, ich mag ja gerade ungesüßte Mandelmilch total gerne in meinen Bulletproof-Cappuccinos. Uiuiui. Ja. Mhm. So, was machen wir denn jetzt damit? Tja. Also ich würde sagen, wir wünschen euch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, allen Führungskräften, Chiefs, Chefinnen und Chefs und Unternehmerinnen und Unternehmern da draußen ein gutes neues Jahr mit einem tollen Leben, bei dem ihr schuld seid für alles, was ihr an tollen Sachen erreicht. Ja, und keine Excuses mehr jetzt, oder? Ich sag's mal im Ich. Ich lebe das Leben, das ich leben will. Und das Leben, das ich lebe, ist das Leben, das ich leben will. Und alles, was es braucht, damit es das Leben ist, was ich will, ist ein kleines Quäntchen Mut. Vielen Dank, Michael. Danke, Christian. Gutes neues Danke. Jahr. Danke für ein fantastisches Jahr 2021 an dich. Es war ein hervorragendes Jahr. Ein anstrengendes Jahr, viel Arbeit, mit viel Fortschritt auf persönlicher und geschäftlicher Ebene. Ich danke dir dafür und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in 2022. Mehr Bücher, mehr Chefseminare, mehr Podcast-Episoden und das Leben, das wir leben wollen. Vielen Dank, Michael. Und ich freue mich auf das nächste Jahr mit dir. Mit all den Ausreden, die wir nie wieder haben. Die alle in der Vergangenheit liegen. Genau. Und das geile Leben. Gutes neues so. Jahr. Frohen Mutes. Tschüss. Tschüss. Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Portz. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter core.academy/leader.